Herzlich willkommen zu den Giga Photo News, heute mit den Themen Amazon bald mit Drohnen unterwegs, Leica sagt, DSLRs sind in 10 Jahren wahrscheinlich tot, Getty Images wird auf 1,2 Millionen Dollar verklagt, Fallschirmspringer filmen einen Flugzeugzusammenstoß und das mit den GoPro Helmkameras. Krasses Video. Jeden Dienstag gibt es die Giga Photo News, kurz zusammengefasst, was Interessantes in der Welt der Fotografie und rundherum passiert ist. Fliegende Pakete sind bald schon Realität, wenn es nach Amazon CEO Jeff Bezos geht. In 30 Minuten sollen die Pakete dann eintreffen können, wenn die Adresse in der Nähe eines Lagerzentrums liegt. Unbemannte Drohnen sollen per GPS die Pakete dann abliefern und ein Video dazu gibt es auch schon. Den kompletten Artikel unten in der Videobeschreibung. Der Leica-Vorstandsvorsitzende Alfred Schopf ist sich nicht sicher, ob DSLRs in 10 Jahren überhaupt noch existieren. Obwohl der DSLR-Markt aktuell wächst, meint er, die Zukunft gehört den spiegellosen Systemkameras. Und auch Leica setzt im nächsten Jahr genau darauf. APS-C-Sensor sollen die spiegellosen Cams von Leica haben und in Deutschland gefertigt werden. Mehr dazu im Artikel unten in der Videobeschreibung. Ein krasses Video mit mehreren Helmkameras gefilmt geht aktuell durchs Internet. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, 9 Fallschirmspringer sind verteilt auf 2 Maschinen und stehen kurz vor dem Absprung, als die beiden Maschinen plötzlich kollidieren, zusammenkrachen. Wie durch ein Wunder haben alle überlebt, eine wirklich krasse Story und auch krasse Bilder sehen aus wie aus irgendeinem Actionfilm. Das Video und den kompletten Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Getty Images und AFP müssen bluten. Sie haben das Urheberrecht des haitianischen Fotojournalisten Daniel Morrell verletzt und müssen dafür jetzt 1,2 Millionen Dollar blechen. 3 Jahre hat der Prozess angedauert und sich für den Fotografen jetzt ausgezahlt. Er hat krasse Bilder eines Erdbebens gemacht, diese dann getwittert, diese Bilder wurden retweetet und dann von AFP geklaut und an Getty weitergegeben. Als Quelle wurde lediglich Internet angegeben und so hat der Fotograf jetzt sein Recht erstritten. Den kompletten Artikel mit der kompletten Story gibt's unten in der Videobeschreibung. Das waren die Giga Photo News für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. An der Seite seht ihr noch mehr Giga-Kanäle und auch Facebook und Twitter und den Link zur Website. Und wie gesagt, alle Artikel in kompletter Länge zum Lesen mit Bildern etc. unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns morgen wieder dann beim Mitmach-Mittwoch hier auf dem neuen Giga-Fotokanal. Macht's gut!